Jan hätte gerne mehr Hater. Das ist das Lustige. Jan hätte gerne mehr Leute, die er verarschen kann. Also mehr Hater. Und ich hätte am liebsten gar keine, weil ich da nämlich gar nicht gut klarkomme mit. Also ich kann sehr schlecht mit Konflikten umgehen. Das sollte man nicht meinen, so oft wie ich welche anzettle. Wobei das klingt so, als wenn ich mich dauernd streiten würde, das stimmt gar nicht. Aber wenn mir was nicht passt, dann sage ich das. Punkt. Und ich mache das sehr ungerne, weil ich Konflikte halt wirklich nicht mag. Das schlägt mir sehr auf den Magen und aufs Gemüt und ich bin dann auch sehr angeschlagen. Aber was muss, das muss. Also wie gesagt, wirklich streiten. Ich habe mich noch nie mit Jan gestritten und ich habe mich ein- oder zweimal mit Keimer gestritten und das hat dann einen Tag gehalten. Also von daher gesehen. Nur, wie gesagt, wenn mich halt irgendwas stört, dann sage ich das. Und wenn das letztendlich in einem Streit endet, dann ist das halt einfach so, damit es zumindest ausdiskutiert. Das finde ich viel wichtiger, als alles totzuschweigen. Und wie gesagt, dadurch habe ich natürlich unterm Strich mehr negative Erfahrungen gemacht als Jan zum Beispiel. Aber so bin ich halt einfach. Und mir ist es auch einfach wichtig, dass solche Dinge dann geklärt werden. Ne? Und klar ist das für mich halt auch irgendwie doof, weil wie gesagt, ich mag Konflikte überhaupt nicht. Mir geht es da richtig schlecht bei. Also wenn ich wirklich mit jemandem am Schreiben bin zum Beispiel und wir streiten uns, ich bin so am Zittern, weil ich so, nicht weil ich nervös bin oder so, sondern weil ich so auf 180 bin, dass ich anfange zu zittern einfach und ah, furchtbar. Deswegen mag ich gar nicht, aber muss manchmal sein. Und deswegen habe ich halt, wie gesagt, glaube ich, mehr negative Erfahrungen als Jan zum Beispiel. Aber ja, ich hatte im Laufe meiner mittlerweile 10 Jahre im Internet sehr viele Idioten. Sowohl freundschaftlich als auch beziehungstechnisch. Ich bilde mir einfach ein, dass es der Ausgleich für all die lieben Leute ist, die ich heutzutage habe. So hat dem Motto, ja, du musstest erst 3 Idioten haben, um Kai kennenzulernen. Und dann nochmal 3, um Gracie kennenzulernen. Und so weiter und so fort. Von daher gesehen, war es das auf jeden Fall wert. Ich hätte auch rückblickend betrachtet 30 Idioten erduldet, um einen meiner jetzigen guten Freunde kennenzulernen. Das wäre es mir voll wert gewesen. Aber ja, entweder habe ich unglaublich viel Pech gehabt oder wie gesagt, ich musste erst die ganzen Idioten kennenlernen, um danach die richtig tollen Leute kennenzulernen. Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall habe ich da nicht immer so viel Glück mit gehabt. Wie gesagt, sehr viele eifersüchtige Leute, sehr viele Leute, die wirklich wollten, dass ich Werbung mache. Und da war mein Kanal jetzt gar nicht so unendlich groß. Also natürlich schon eine gewisse Größe. Aber ich habe ja keine 5 Millionen Abonnenten gehabt. Was hatte ich noch so? Ich hatte männliche Let's Play-Kollegen, die nicht mit mir aufnehmen durften, weil deren feste Freundin nicht wollte, dass sie mit weiblichen Leuten aufnehmen. Das habe ich zum Beispiel auch gehabt. Das war ganz interessant. Was fällt mir noch ein? Ich hätte noch 3 Stories. Eigentlich hätte ich 4, aber die 4. kann ich euch nicht erzählen. Die ist zu hardcore. Das heißt hardcore, aber nee. Also, sagen wir so, die eine Story, die ich nicht erzählen kann, Kai wird sofort wissen, welche Story ich meine. Das ist eine sehr lange Geschichte, die daran endete, dass ich in einem Skype-Call saß und so hart angeschrien wurde,
wie ich noch nie in meinem gesamten Leben angeschrien wurde, so unglaublich hysterisch und laut und ich wirklich nicht wusste, was ich tun soll, dass Kai, der friedensliebendste Mensch überhaupt, dazwischen schreien musste, dass die andere Person mich aufhört anzuschreien. Das war eine Erfahrung. Also die Story hätte ich potenziell auch noch, aber wie gesagt, die ist sehr lang und wahrscheinlich zu privat. Also da könnte man auf die Leute schließen, das möchte ich nicht. Aber das war so, ja, der Höhepunkt des Ganzen. Also ich wurde, wie gesagt, noch nie in meinem Leben so angeschrien wie in dem Moment. Ich habe noch nie in meinem gesamten Leben eine Person erlebt, die so hysterisch war wie in dem Moment. Das war interessant. Aber ansonsten, hallo Carpador, hast du jetzt gerade 5 Garados und einen Carpador gehabt? Level 90 Carpador, okay. Kann man mal machen. Hat ihm aber nicht geholfen. Ansonsten, was fällt mir noch so ein an Bullshit-YouTube-Geschichten? Wir hätten zum Beispiel eine Person, mit der ich auch längere Zeit Kontakt hatte und ich weiß gar nicht mehr, ob es der Japan-Tag war oder ob es die Gamescom war, ist auch egal. Auf jeden Fall wollten wir uns da treffen und das war dann auch schon länger geplant und irgendwie hatte ich aber im Vorfeld schon das Gefühl, dass die Person nie vorhatte, wirklich zu kommen. Weil es da schon so ein paar Komplikationen gab im Vorfeld. Und ich dachte dann schon so, okay, irgendwie finde ich das seltsam. Wenn jemand nicht auf eine Convention kommen möchte, kommen kann, wie auch immer, dann sagt es doch einfach. Das stört mich doch nicht, wenn jetzt jemand sagt, du, ich hab da keinen Urlaub oder ich möchte auch einfach nicht. Ist doch okay. Einfach sagen. Aber im Vorfeld so zu tun, ja, ich komme und so. Und dann will man gar nicht. Schwierig. Belastend. Aber ich habe das irgendwie schon gerochen. Ich meine doch, das war die Gamescom, glaube ich. Weil ich war während den Gamescom-Tagen in Köln im Hotel. Und das war dann irgendwie an einem Samstag oder so, sollten wir uns treffen. Und Freitagabend vorm Schlafen, während ich in Köln im Hotel schon war, hat die Person dann ja quasi abgesagt. Aus irgendwelchen ganz scheinheiligen Gründen. Nach dem Motto, ja, da ist gerade jemand krank geworden aus meiner Familie, ich kann nicht kommen. Und ich dann so, das ist schade, natürlich, aber wenn halt natürlich jemand erkrankt ist aus seiner Familie, dann hat das natürlich Vorrang. Logisch. Und ich glaube, ich habe das schon mal erzählt, dass ich halt wirklich meinte, ja, Gesundheit geht natürlich vor, aber tut mir natürlich trotzdem weh, weil wir uns jetzt schon so lange darauf gefreut haben. Und es klang halt, wie gesagt, so aus dem Nichts. Wir haben ganz normal geschrieben, eine Stunde lang, dann so, ach übrigens, bei mir, meine Oma ist krank, ich kann morgen nicht kommen. So aus dem Nichts. Und es war halt vorher schon nicht koscher. Und dann kam nur zurück, obwohl ich ja meinte, ne, Gesundheit geht vor, aber ist natürlich schade. Ja, wie kannst du nur so egoistisch sein? Hier, meine Familie liegt im Sterben und du denkst nur an dich und so. Und zeig doch mal Mitgefühl. Und ich nur so, hä? Was? Haben wir 2 unterschiedliche Chatverläufe offen? Da hat die Person mich auf allen Plattformen geblockt. Nach diesem Gespräch. Und hat dann Abonnenten angeschrieben, von dem er wusste, dass die mich und ihn abonniert haben. Hat also gemeinsame Abonnenten angeschrieben auf YouTube privat und denen dann erzählt, dass ich ja so ein furchtbarer Mensch wäre, damit ich dann quasi diese Abonnenten noch verliere.
leider Gottes kamen dann diese Leute zu mir, haben das gepetzt und gemeint, ist der noch ganz dicht im Kopf? Es ging also voll nach hinten los. Ja, das wäre auch noch so eine Story. Mahagonia City Arena, Leader Price. Oh. Die ist zu. Jetzt wissen wir, warum Yuto noch 7 Arenen hat. Die in Mahagonia City ist nämlich zu. Feels bad, man. Okay. Aber interessant, dass sie die nicht einfach ersetzt haben, sondern einfach die Arena komplett gestrichen haben. Stimmt, mein Parallelschwung! Frech. Dann gehe ich halt hier weiter. Irgendwo komme ich schon noch an. Und zur Not, ich kann mich ja überall hinporten. Aber ja, ne, das sind so Stories, die klingen total bescheuert. Die will man eigentlich auch gar nicht glauben. Und ich würde sie auch nicht glauben, wenn sie mir nicht selber passiert wären. Das ist so strange eigentlich. Wie gesagt, das sind so Dinge, die klingen wie aus so einem Anime oder so. Oder aus einer Serie oder aus einem Drama. Aber es ist wirklich passiert. Ansonsten habe ich noch zwei wunderbare Stories habe ich noch. Ertragt die noch? Oder war das schon zu viel Bullshit für einen Stream? Ansonsten kann ich auch erzählen, wie wunderschön ich das ganze Gebiet hier finde. Es sieht nämlich sehr schön aus mit dem ganzen Schnee. Finde ich sehr passend. Wollte ich nur noch mal so angemerkt haben. Mehr Bullshit für uns. Ich weiß nicht, ob ich noch mehr ertrage. Also. Das fällt jetzt auch noch in die erste Kategorie, die ich erwähnt hatte. Mit den Leuten mit dem sehr angeknacksten Ego. Und zwar war, das war, boah, 2011 oder 12, ich glaube, war 2011 sogar. Da war jemand bei mir zu Besuch. Und zwar eine Person, was? Ach, da hinten. Aus der Kategorie, die ich schon erwähnt hatte. Mit den Leuten, die es nicht ertragen konnten, wenn ich erfolgreich auf YouTube war. Aber mir zu Besuch. Und wir waren damals in einem Musical. Also er und ich und meine Eltern. Wir waren quasi alle zusammen in einem Musical und meine Eltern haben damals Tickets bezahlt. Und die Sache ist, das waren Erste-Reihe-Tickets. Die waren teuer. Also da kostet ein Ticket schon so um die 100 Euro. Und wir haben halt für alle bezahlt. Und das war auch der Tag, an dem ich meine 100 Abonnenten bekommen hatte. Das war so der erste große Meilenstein, sag ich mal. 100 Abonnenten war halt damals schon der Shit. Und wir waren dann an dem Tag zufälligerweise eben in dem Musical. Und sein Ticket wurde komplett bezahlt. Er hat da nichts zugegeben, das wurde komplett von meinen Eltern bezahlt. Und ich finde halt, wenn man sowas spendiert bekommt, und ich meine, man kann ja vorher auch online nachgucken, wie teuer sowas ist. Es ist ja schon klar, dass so ein Ticket für die erste Reihe schon, ne, nicht so billig ist. Und dann erwarte ich ja eigentlich, dass man sich nett bedankt und benimmt. Das ist allerdings nicht passiert. Das fing schon damit an, dass wir in diese Halle reingekommen sind
die halt schon ziemlich groß war und ziemlich cool. Und dann kam direkt, ja, ich dachte, die wäre größer. Okay, dann haben wir uns hingesetzt und vor uns ist so eine kleine Wand gewesen, weil das war der Starlight Express in Bochum und die fahren da ja auf Rollschuhen. Und während ihrer Performance hauen die auch gegen die Wände. Deswegen ist quasi vor den Sitzen noch so eine kleine Schutzwand, weil die da immer gegenfahren. Ne? Und da sind natürlich Kratzer drauf, weil die da mit voller Montur gegenknallen. Und das Zweite, was kam, war dann, es ist schon ziemlich hässlich, ne, mit den ganzen Kratzern da so. Und ich dachte mir so, Okay. Und wir haben dann noch, glaube ich, die erste Hälfte normal geguckt. Und dann war Pause und dann kam die zweite Hälfte. Und in der Pause haben wir uns dann über YouTube unterhalten. Und da hatte ich auch erwähnt, dass ich jetzt meine 100 Abonnenten habe. Und seit ich das gesagt habe, war diese Person so dermaßen beleidigt. Also wirklich sichtlich geknickt. Das ist jetzt kein Scherz, er in der zweiten Hälfte vom Musical ein Schläfchen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob er wirklich geschlafen hat, weil das Musical ist laut, aber er hat zumindest die Augen zugemacht und versucht zu schlafen. Und ich war so angepisst deswegen. Ich habe nach diesem Musical kein Wort mehr mit dieser Person geredet. Er meinte auch hinterher so, nö, er fand das Musical scheiße. Ich habe kein Wort mit dieser Person mehr gewechselt. Meine Mutter hatte so Mitleid und hat dann so ein bisschen mit ihm geredet, weil ich ihn komplett ignoriert habe. Das ist... Boah! Das fand ich so... Also selbst wenn er sein Ticket selber gekauft hätte, hätte ich das schon ziemlich krass gefunden. Aber das Geschenk zu bekommen und sich da wie der letzte Arsch zu benehmen, das geht gar nicht. Das war schon hart. Also das war... Oh. Okay. Ja, der Style Express ist richtig toll. Aber ich glaube, ich habe mich zwar damals ziemlich aufgeregt, aber ich war halt auch noch jung und naiv, sag ich mal. Und ich glaube, ich habe mich nicht genug aufgeregt. Heutzutage hätte ich mich mehr aufgeregt. Ah, das war schon hart. Also... Yikes. Das ist schon echt unschön gewesen für mich. Es ist schon echt respektlos. Vor allen Dingen, wie gesagt, die Person war zu dem Zeitpunkt zu Besuch bei uns. Und... Sagen wir einfach, wir waren nicht nur befreundet. Dementsprechend war das noch sehr viel respektloser in dem Moment. Es war schon hart. Ich meine, die Person hat uns danach, glaube ich, nicht mehr besucht. Das war zwar nicht der Auslöser, aber nein, keine Sorge, die Person kam dann nicht mehr oft zu Besuch danach. Also, war schon hart. Also wenn ihr übrigens geglaubt habt, ich hätte viele dumme Freundschaften durchleben müssen, als Ausgleich dafür, richtig gute Freunde zu bekommen, kann ich euch sagen, um einen richtig, richtig geilen Mann zu kriegen, musste ich viel, viel, viel schrecklichere Lappen erdulden. Das war einer davon. So.
Ich rede übrigens diese Leute auch nicht mehr mit Namen an, ne? Wenn ich mit Jan darüber rede, ich legitim. Wenn ich mit Jan darüber rede, sag ich nur Lappen. Diese Leute haben bei mir keinen Namen mehr. Also wirklich. Ich könnte den Vornamen benutzen. Bei mir ist es wirklich Lappen 1 und Lappen 2. Ohne Mist. Ich glaube noch nicht mal, dass die Leute an sich schlechte Menschen sind. Also, Zertrümmerer? Oder kann ich auch unten lang? Also ich glaube schon, auch weil es ist jetzt so viele Jahre her, dass die Leute sich mit Sicherheit auch gebessert haben. Und ich glaube, wie gesagt, auch nicht, dass die von Grund auf schlechtes Herz hatten. Aber zu mir waren sie nicht immer so toll. Und deswegen sind es Lappen. Ich glaube, die Story mit dem Musical ist da schon ein ganz guter Beweis für. Übrigens, erinnert ihr euch an die Story die hat ja nur so viele Abonnenten auf YouTube, weil sie eine Frau ist? Die Aussage kam auch von der Person. Das habe ich aber erst hinterher, nachdem ich schon keinen Kontakt mehr zu der Person hatte, mitbekommen. Ihr versteht, warum ich so über diese Leute rede. Aber ich spreche das normalerweise so im Stream nie wirklich an. Mit Kai und Co. lästere ich da gerne mal drüber, aber so im Stream eigentlich eher weniger, weil es ist halt schon ein sehr persönliches Thema irgendwie. Aber ihr merkt, wenn ihr da draußen Pech habt mit Männern, mit Frauen, mit Partnern allgemein, ihr seid nicht alleine damit. Ich fühle das. Oh ja, der Eisfahrt war ganz schön, aber eher unspektakulär und kurz. Ich bedenke, dass ich jetzt schon wieder in Ebenholz angekommen bin. Aber ja, das war so eine Story. Die andere ist noch besser. Kai, du weißt, was jetzt kommt, oder? Die andere Story ist noch mal einen ganzen Ticken besser. Die habe ich, glaube ich, habe Claire gefunden. Es geht sowas von ums Grillen, geil. Die Story habe ich, glaube ich, im Stream noch nie erzählt. Aber jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Genau, man muss nur auf seinen persönlichen Jan warten und alles wird besser, das stimmt. Das ist die richtige Einstellung. Was? Dein Fett beschützt dich. Das ist schön. Vielleicht gehe ich erstmal nach unten. Bevor ich hier erkunde, dann kann ich nämlich erst noch meine Story erzählen und dann eben Holz erkunden. Sonst bin ich wieder so abgelenkt. Ich habe Angst. Ja. Oh. Das kann ich verstehen. Also. Ich kannte mal jemanden. Nennen wir ihn zur Einfachheit einfach Bob. So. Bob war Teil unserer damaligen Freundesgruppe, in der auch Kai mit drin war. Deswegen, Kai hat das wirklich alles miterlebt. So. Irgendwann hat das so mit Bob nicht mehr so gut funktioniert. Und dementsprechend war das der Punkt, wo man dann gesagt hat, okay, ne, ist besser so, wenn man da getrennte Wege geht. Und das war, nein, schon, also diese ganze Phase von man hat sehr viel Kontakt zu, es wäre besser, weniger Kontakt zu haben, war schon eine ziemliche Schlammschlacht an sich. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Sondern eher um das, was danach passiert ist. Weil das ist viel spannender gewesen. Tatsächlich. Ich weiß gar nicht, wie ich da am besten vorgehe. Tatsache ist,
Ich persönlich wollte den Kontakt zu Bob gar nicht komplett abbrechen. Nur letztendlich ging es nicht anders. Also, ich habe halt wirklich gedacht, okay, man kann ja trotzdem noch so ein bisschen Kontakt haben, so ein bisschen, ja, ne? Wie so Bekannte einfach miteinander umgehen. Nur nach all dem, was dann passiert ist, was ich gleich erzählen werde, ging es halt einfach nicht mehr. Punkt 1. Wie soll ich es jetzt am besten erklären? Das ist gar nicht so einfach, das jetzt aufzubauen, ohne jetzt alles zu erzählen. Also die Kurzfassung ist, wir waren zusammen, es hat nicht funktioniert, ich habe Schluss gemacht, ich habe gesagt, okay, wir können gerne befreundet bleiben, es hat nicht funktioniert. Punkt 1. Ich bin tatsächlich kurz nach der Trennung mit Jan zusammengekommen. Und das war nicht mein Plan. Kai kann es bezeugen. Ich habe nach der Trennung gesagt, ich will keine Beziehungen mehr haben. Ich hab so die Schnauze voll, ich kann Männer nicht mehr sehen. Die sind alle dumm. Ich will keine Beziehungen mehr haben. Ich war so entnervt, ich wollte einfach nicht mehr. Ja, dann kam Jan. Wer kann Jan schon widerstehen, ne? Ist schwierig. Und ich kann halt verstehen, dass das halt echt doof aussah. Es war halt nicht mein Plan und ich wollte das auch gar nicht, aber... Na? Was soll ich machen? Passiert halt. Ne? Und... Das Erste, was ich dann entgegengeworfen bekommen habe, war... Du bist ja schon seit Monaten zweigleisig gefahren mit Jan. Das war das Erste, was kam. Was natürlich nicht stimmte. Das Zweite, was kam, weil das dann innerhalb der Freundesgruppe nicht mehr so ganz gut funktioniert hat, weil alle, das war vielleicht ein bisschen gemein, aber es haben sich alle auf meine Seite gestellt. Da bin ich sehr dankbar für, aber es war schon ein bisschen gemein. Das Zweite, was kam... Ja, diese Freundesgruppe ist wie eine Sekte, wo jeder rausgemobbt wird, der nicht deine Meinung teilt. Okay. Kann man jetzt so oder so sehen? Und wir haben es halt wirklich versucht, danach irgendwie hinzukriegen. Aber es war... schwierig. Ach ja, ich hätte vielleicht was abgeben sollen. Und Gerd, danke, dass du dein Abo verlängert hast. Super lieb von dir. Dann hatten wir solche wunderbaren Gespräche wie um 22 Uhr abends, wo es dann plötzlich hieß, ja, ich muss das Gespräch jetzt beenden. Ich muss jetzt zum Arzt, um herauszufinden, ob ich Krebs habe. Um 22 Uhr abends. Aus dem Nichts. Mag auch Sonntag gewesen sein, ich weiß es nicht. Das ist halt nicht... Wenn es wahr wäre, wäre das auch nichts, was man einfach so droppt. Guck mal, wo ich jetzt gelandet bin. Das ist ja schon ein ernsthaftes Thema. Ne? Darüber macht man in Anführungszeichen keine Witze. Ja. Auke. Also ich hatte viele seltsame Gespräche mit dieser Person. Die Sache ist, ich habe mit Sicherheit auch viel falsch gemacht. Muss ich dazu sagen. Also ich habe mit Sicherheit auch Dinge gesagt und geschrieben, die nicht okay waren und die die andere Person verletzt haben und die taktisch auch nicht klug waren, weil man ja auch manchmal einfach aus dem Impuls heraus handelt und emotional ist. Also ich habe mit Sicherheit auch mehr als genug Dinge in diesem Kontext falsch gemacht und ich habe der Person mit Sicherheit auch
teilweise wehgetan mit dem, was ich gemacht habe. Plus, dadurch, dass Kai und alle anderen sich automatisch auf meine Seite gestellt haben, plus ich dann ja Jan hatte, stand ich natürlich sehr viel besser da. Ne? Das war natürlich scheiße. Also, ich bin mir richtig sicher, dass es für die andere Person richtig, richtig beschissen war, die Situation. Und das tat mir auch wirklich leid. Und es klingt jetzt vielleicht alles so sarkastisch, aber es tat mir halt wirklich leid. Und ich habe wirklich versucht, diese Freundschaft aufrechtzuerhalten. Also wir haben es wirklich alle versucht. Ne? Und ich wollte das halt auch wirklich. Aber es ging halt einfach nicht mit all diesen Dingen, die mir an den Kopf geworfen wurden. Was sollte ich machen? Ne? Und hinzu kamen dann auch noch zwei andere Geschichten. Punkt 1. Da hat Kai nur drauf gewartet. Wir saßen irgendwann in einem Call, alle zusammen, haben dann, wie gesagt, versucht, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und plötzlich hat man von der Person nichts mehr gehört und hat im Chat nur Kauderwelsch gesehen. Mehrfach. Und wir dann nur so, was ist los? Bob? Warum? Ne? Kam nichts. Man hat nur irgendwie so ein paar dumpfe Geräusche gehört und mehr nicht. Und mehr Kauderwelsch. So ganz seltsam. Und irgendwann, nach ein paar Minuten, hörten wir nur so ein bisschen Husten. Und dann hieß es, ja, ich habe mich gerade an Grillfleisch verschluckt, bin fast erstickt, ohnmächtig geworden, mit dem Kopf auf der Tastatur gelandet und habe deswegen diese Sachen abgeschickt. Ich meine, es war ein sehr präziser Fall, wenn er mehrfach Dinge getippt und abgeschickt hat währenddessen. Und das klingt jetzt total bekloppt, aber diese Story, ich schwöre euch, Kai kann es bezeugen, diese Story ist wirklich so passiert. Und als Bob wieder aufwachte, kam nur, ja, aber schön zu wissen, dass du dir immer noch Sorgen um mich machst. Deswegen ist es leider bis heute bei Kai und mir ein Meme mit dem Grillfleisch.